Es waren einmal zwei Bilder, Wolfgang und die Linda. Gemeinsam hatten sie viel Kraft und gründeten die Laufbildgesellschaft. Vielen schönen Bildern sie das Laufen lernten und konnten große Anerkennung bei den Sehern ernten. Eines Tages sie dann dachten, wir müssen den Computerfreak beachten. Fest die Platte, hoch das Bit. Ne Computersendung wär ein Hit. Und so brachten sie dann raus die tolle Sendung mit der Maus. Tja, und dann war's soweit. Für ne Kindersendung blieb noch Zeit. Der Wolfgang als ein lustiger Geselle und Linda, unsere Mediengazelle, produzierten gleich den Kasperl auf die Schnelle. Viele Kinder lassen euch durch uns jetzt sagen, toll und lustig war's an den Produktionstagen. Und traurig sind sie auch, denn leider hat der Kasperl jetzt den Schlauch. Die Linda dachte her und hin, da ist doch noch eine Sendung drin. Und plötzlich war's geschehen, eine Wohnsendung müssen wir noch drehen. Gesagt, getan, gehen wir an den Dreh jetzt ran. Der Baumax schwer zu texten war, die Mika brachte dies aus der Fassung gar, jedoch der Kunde sehr zufrieden war. Da gab's auch ein paar schwarze Schafe, auf die man stieß, einer davon Fontana hieß. Daraufhin machte sich die Einsicht breit, wir nehmen's mit Gelassenheit, denn diesen Kunden namens Fontana, den mag sowieso überhaupt keiner. Beim Dreh des Bäderparadies, der Wolf wie auf sein Spiegelbild gar stieß. Wurscht, war eh schon bereits gesendet und damit auch die Wohnmagazin-Story beendet. Diese Bilder, die ihr seht, war eine tolle Produktion, die leider heute zu Ende geht. Viele Kunden waren drin. Leider gehen deren Umsätze jetzt auch dahin. Tolle Bilder konnten wir on air betrachten, die alle Zufriedenheit dem Seher brachten. Lieber Wolfgang, liebe Linda, zum Schluss lasst uns noch sagen, schön war's mit euch an allen Tagen. Ihr seid ein tolles Paar im wahrsten Sinne von diesem Wort. Wir sehen uns sicher an einem anderen Ort. Wir alle wünschen euch viel Glück und frohes Schaffen und werden eure Best-ofs mit lieber Erinnerung an euch gaffen. Stoßt an mit uns. Und das jetzt prompt, auf das bald ein neuer Anfang kommt. Alles Liebe, eure Freunde von Wien 1.